Jo, was geht? Dieses Video sollte schon vor Ewigkeiten online kommen, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Sorry. Auf jeden Fall zeige ich euch in diesem Video meine 5 derzeitigen Secondhand-Favoriten. Ich habe natürlich noch super viele andere Favoriten im Secondhand-Bereich, aber ich wollte mich erstmal so ein bisschen einschränken und wollte erstmal gucken, ob euch so eine Art von Video überhaupt interessiert. Heißt also, ich werde euch jetzt die Sachen immer jeweils zeigen und natürlich werde ich euch auch sagen, wo ich die Sachen her habe. An der Stelle kann ich euch schon mal gerne ein Video verlinken, wo ich euch meine Secondhand-Quellen vorstelle. Denn ich bekomme sehr oft die Frage, wo bekomme ich denn meine Sachen her? Also falls ihr euch diese Frage auch schon gestellt habt, dann schaut doch gerne bei diesem Video vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Let's go. Wir fangen zuallererst mit dieser Jeansjacke an. Man kann schon sagen, es ist fast ein Mantel. Und ihr könnt sehen, die ist sehr, also ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber die ist sehr oversized. Die ist auch sehr dick und ich muss auch sagen, die ist auch sehr schwer zu tragen. Ich habe die damals in London geholt auf dem Camden Town Market für, ich würde sagen, 30 Pfund. Ich konnte das so ein bisschen runterhandeln. Und ich habe mich einfach instant in die verliebt, weil die einfach in meinen Augen perfekt war. Das ist eine Jacke, die ich seitdem wirklich regelmäßig trage. Ich liebe es einfach, die zu tragen. Ich liebe ja allgemein Jeansjacken, ihr wisst es ja. Also ich kann die wirklich im Grunde mit allem tragen, was ich so im Kleiderschrank besitze. Das ist halt perfekt in meinen Augen. Die hat hier zum einen so seitlich so Taschen und hier, also an der Brust, das ist jetzt hier die Brust, hat sie auch noch Taschen. Und ich finde es so witzig, weil diese Brusttasche hier, die ist so groß, da passt eine Weinflasche rein. Ohne Witz. Ich trage die voll gerne so in den Übergangsjahreszeiten. Im Sommer ist sie mir leider zu warm und zu schwer, aber ja, ich habe die auch schon im Sommer getragen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die auch damals zum CSD getragen. War nicht die schlauste Idee gewesen, heute einen fetten Jeansmantel anzuziehen, aber that's how fashion works. Ich kann euch das Video gerne verlinken. Das ist halt echt so ein All-Time-Favorite, also love it. Dann geht es hier weiter mit diesem Oberteil. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist einfach ein Oberteil. Also, ihr könnt schon sehen, das Muster ist sehr auffällig in meinen Augen. Ich bekomme auch sehr viele Komplimente dazu. Und die hat hier so einen ganz besonderen Kragen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die habe ich circa vor einem Jahr auf Kleiderkreisel gefunden. Es gibt da so einige Anbieter auf Kleiderkreisel. Oder Menschen, es sind ja ganz normale Menschen meistens. Und ja, diese Anbieter, ich werde ihn euch auf jeden Fall verlinken unten. Der hat immer super coole Sachen und die Sachen sind auch super günstig. Und mitunter hat er auch das hier gehabt und ich habe mich einfach so darin verliebt. Es ist so cool. Ich habe das auch immer auf meinen Komparsendrehs angezogen, wenn ich halt Partygast gespielt habe. Und die fanden das immer richtig cool und voll perfekt. Und ja, ich trage das halt auch voll gerne. Ich trage das einfach so. Ich trage das aber auch, wenn ich halt irgendwie ein bisschen mehr auffallen möchte. Und ich werde halt immer auf dieses Muster angesprochen, weil das halt so unique ist in meinen Augen. Dann geht es hier weiter mit dieser Sportjacke hier und die habe ich Tatsache von meinem Bruder. Ich denke, viele vergessen immer, dass Secondhand bedeutet, dass man nicht unbedingt Sachen kaufen muss, sondern man kann auch einfach Freunde oder Familienmitglieder fragen. Die ist halt auch schon super alt, also ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Locker mehr als 10, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Die lag bei mir damals ewig im Kleiderschrank, als wir noch im Haus gewohnt haben. Und irgendwann habe ich mir einfach gesagt, okay, ich ziehe die heute an. Und ich habe mich einfach so darin verliebt. Ich habe ja dann irgendwann mir vorgenommen, mehr Farben zu tragen. Und ich meine, rot, knalliger geht es gar nicht mehr. Ja, das ist so eine alte Puma-Jacke. Der Kragen, der hat hier so diese Stripes. Und hier seitlich sind ja auch nochmal diese Stripes. Ja. Oh, und hinten steht noch ganz klein King drauf. Das finde ich irgendwie ganz cute. Ich kombiniere die halt voll gerne auch so mit einer oversized Blue Jeans und halt einfach so Sneakers. Und das sieht dann so chillig oldschool aus. Aber ansonsten kann ich die auch mit allen möglichen kombinieren. Also im Grunde kann man sagen, dass mein ganzer Kleiderschrank irgendwie mit allem passt. Also alle Teile passen mit allem so gut wie. Ja. Weiter geht es mit diesem Rollkragenpulli hier und ich glaube, den habe ich damals bei Humana gekauft, damals an der Warschauer Straße. Es ist so ein schöner Rollkragenpulli, ich habe den so gerne getragen. Nur irgendwann ist mir halt ein kleiner Unfall passiert. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben das wahrscheinlich mitbekommen und zwar ist er mir damals eingelaufen und ich kann euch jetzt gerne mal meine Rettungsstory mal hier so kurz einblenden. Ihr könnt gerne auf Instagram meine Highlight-Story angucken. Ich glaube, die heißt Pulli. Ja, in dieser Highlight-Story habe ich versucht, den Pulli zu retten. Und es ist mir so halbwegs geglückt, aber auch irgendwie nicht ganz. Ich finde den halt mega schön, weil der fällt halt extrem
schön in meinen Augen. Also ich weiß nicht, ich suche halt immer so nach ganz bestimmten Schnitten und wenn die Stoffe halt einfach schön fallen und es einfach lässig aussieht, dann ist es für mich einfach perfekt. Und das war genau bei diesem Pulli der Fall, bis er mir eingelaufen ist. Mittlerweile konnte ich es ja wie gesagt so halbwegs retten, aber es ist halt nicht wie damals, bevor er eingelaufen ist. Man kann ihn noch ziemlich unterschiedlich tragen, also man kann einfach die Ärmel halt lang lassen oder man zieht sie halt hoch. Ja, man kann die Ärmel halt so ein bisschen voluminöser machen und dann sieht es halt auch so mega chillig aus. Bevor er mir damals eingelaufen ist, sah es halt noch geiler aus, aber mal gucken. Vielleicht kann ich ja doch noch irgendwas dran machen. Ist halt auch ein Wollpulli, also in dem Fall auch nicht vegan streng genommen, aber ja, Secondhand finde ich das wieder okay. So, und mein letzten Favorit, den konntet ihr schon die ganze Zeit sehen. Und zwar ist es meine rote Mütze. Und die habe ich damals bei Paul's Boutique gekauft. Und das ist so ein guter Secondhand-Laden. Ohne Witz, checkt das unbedingt mal aus. Da gibt es so coole Vintage-Sachen. Auch voll viele Schuhe. Ich war ein bisschen schock, als ich da das erste Mal war. Was ich auch cool an der finde, ist, dass man sie halt einstellen kann. Also die hat hier so einen Klettverschluss. Genau, dann kann man es einfach einstellen. Ja. Voll nice. So, das war's dann auch. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Wie gesagt, ich habe noch sehr viele andere Secondhand-Favoriten im Kleiderschrank. Also, wenn euch solche Videos interessieren, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren oder mir auf Social Media folgen. Das wäre auch mega cool. Und ja, das war's dann auch erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ja, bis dann. Ciao. Hello.